Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Delivers the Moon. Wir sind ja in der Reinhold-Station angekommen und ja, wir werden uns jetzt hier mal umschauen. Wir haben ja letztes Mal noch am Ende der Folge mitbekommen, dass sich hier ein paar Leute versucht haben, dem Megasa entgegenzustellen, indem sie hier die Bahn einfach abgeschaltet haben. Oh, warum kann ich hier... Ah, okay. Ich kann hier scannen, weil ich, weil hier der automatische Speicherpunkt war. Okay, das hatten wir aber schon letztes Mal gelesen. Mit dieser Tee-Party, ja, der Speicherpunkt war hier hinten, deswegen muss ich das hier alles nochmal, also, was, alles nochmal, ist übertrieben. Aber hier diese Dialoge, beziehungsweise diese Erinnerung, diese Aufzeichnung nochmal anschauen. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir können es mal kurz... So. Irgendwas von Evac Crew 1 oder MacArthur? Ah, okay, das läuft trotzdem. Alles klar. Der Funk ist tot. Was zur Hölle ist da los? Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil wir ja eigentlich... Moment, ich glaube, ich muss das trotzdem nochmal rennen lassen. Sonst gilt es nicht als gelesen oder gesehen. Dann bleiben wir mal kurz hier. Der Funk ist tot. Hören Sie uns halt nochmal an. Ist ja in Ordnung. Der Strom in den Gleisen ist auch weg. Keine Ahnung, Beeilung. Bringen wir das Helium zur Mondzentrale, bevor MacArthur und die Evakuierten ankommen. Wir trennen uns. Du stellst die Stromversorgung der Bahnstation wieder her. Und ich suche den Vorsteher, damit wir gemeinsam evakuieren können. Auf geht's. Warte, da ist er. Fenster, 6 Uhr, Kontrollzentrum. Ah. Sichtkontakt. Überprüfe du den Zug. Ich kümmere mich hier um. Ja, okay. Datenbank, genau. Das hatten wir auch aus heiterem Himmel. Wo ich noch gemeint habe, ob hier ein paar Leute sich dem MacArthur entgegengestellt haben. So, was haben wir hier? Wer auch immer das liest, finde mich. Ich bin nicht verrückt geworden wie diese Typen. Gut. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gelesen. Okay, das war's hier. Dann suchen wir mal hier die Reinhold-Station ab. Fahrzeughangar, okay. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Geht ja nur hier hoch. Und dann finden wir vielleicht mal heraus, was denn hier passiert ist. Also insgesamt. So, um zu schützen und zu gedeihen. Aha. Überall Überwachungskameras. Hä? Ah, hier gibt's auch nochmal was. Okay, dann gucken wir uns das nochmal. Naja, ich sage immer, wir gucken uns das nochmal an. Wir haben es ja noch gar nicht angeschaut. Wir gucken es uns an. Was gibt's hier Neues? Hey! Hey, sieh da! In der Tombow-Anlage gab es eine Fehlfunktion. Evakuierung zur Copernicus-Mondzentrale. Aber der Zug ist zum Stehen gekommen. Wie können wir das Gleis reaktivieren? Wir haben es eilig. Warum sind Sie hier? Haben Sie mich mit diesem Ding beobachtet? Wollen Sie zu den Kuppeln? Bei Huygens hat jeder immer was... Wir sind zu Ihrer Sicherheit hier. Intrigiert. Direkter Befehl des Lunarrats. Was soll das denn? Bitte komm! Neuer Boss. Mit Arthur. Wie kriegen Sie dich zum Laufen? Hattest du mehr Glück? Immer am Spionieren. Nein, mein Irrer. Ich sehe mal nach. Schluss mit den Rätseln, Alter. Wie kommen wir zur Mondzentrale? Wenn die Züge ausgefallen sind, müssen Sie die Käfer nehmen. Die tragen Sie rüber. Wenn Sie es überhaupt aus dem Krater schaffen. Der Sand hier draußen ist rau. Hab viele Käferbeine zerschunden, um drüber zu kommen. Aber einen Weg gibt es. Gab es jedenfalls. Ich kenne ihn. Bin ihn 100 Mal gefahren. Die Rover. Komm wieder rein. Ich hab da was. Bring die Ladung mit. Okay, dann war das wahrscheinlich der Edgar, der hier den Zettel geschrieben hat. Ich bin nicht verrückt geworden. So, einer flog. So, MacArthurs zweite Einsatztruppe findet heraus, dass die Einschienenbahn in der Reinhold-Kraterbasis tatkräftig sabotiert wurde. Der Einsatztruppenoffizier ist besorgt, es rechtzeitig zum geheimen Start von Outward zurück zur Mondzentrale zu schaffen, entdeckt jedoch einen anderen Weg aus der Basis, während der umherstreifende Betreiber Verschwörungstheorien über die Huygens-Fehlfunktion und den Lunarrad vor sich hermurmelt. Aufgezeichnet am 22. September 2054, 4 Stunden vor dem Blackout. Alles klar. Ah, und hier haben wir noch was.
So, Edgars Ahnung. Wie auch Maria Gonzales, die ebenfalls die Huygens-Fehlfunktion überlebt hatte, hat Reinhold-Betreiber Edgar Davis nach Antworten gesucht. Seine verwirrenden Entdeckungen beschuldigen Rosa Lavert für die Huygens-Kryoschlaf-Fehlfunktion und stellen eine verdächtige Verbindung zwischen der Aktivität des Lunarads und dem Verschwinden von Helium-3 her. Aha. Hängt das zusammen? Ist da irgendjemand... Moment. Jetzt muss ich gerade mal gucken. So. Tombow. Was? What is it for? William MacArthur. So. Dann Huygens Meltdown. Why overload the reactor? Rosa Lavert. Luna Kunstfiel. Okay. Tja, irgendwo wird es wohl eine Verbindung geben. Sieht man ja. So, was haben wir denn hier? Aha. Da ist nochmal minutengenau irgendwie alles aufgezeichnet. So, was haben wir denn hier? What are these? Was ist das wahrscheinlich? Vorne, was ist das? Rückseite. Sie können nicht für die Kommunikation sein. Wir hatten bereits auch ohne sie eine Radarkommunikation. Okay. Interessant. Gehört das dann zu Outward wahrscheinlich? Zu diesem geheimen, keine Ahnung, Projekt, Evakuierungspunkt, ich weiß es nicht. Aha, hier sind die Rover, oder einer zumindest. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, MPT offline. Stationsenergieversorgung sehr niedrig, Einschienenbahnstation offline. So, dann machen wir mal. Ach, wir müssen wieder wahrscheinlich irgendwelche... Was wollte ich sagen? Wir müssen jetzt wieder irgendwelche Dinge ausrichten. Irgendwelche Antennen. Okay. Ist da drin Sauerstoff oder eher nicht? Oh, was steht hier? ASE schützt sie, während sie uns retten. Aha. Ah, jetzt müssen wir hier durch. Alles klar, dann machen wir das nochmal. So, wir gehen aber normal. Nicht, dass wir zu viel Sauerstoff verbrauchen. Was steht denn hier Schönes drauf vorne? Gestochen von einem Skorpion. Sie haben meine Karte genommen, aber nicht... Aber nur ich kenne den Weg, damit der Käfer durch kann. Rückseite Feiglinge. Okay. So. Evac 2 an Evac 1, komm. Wir müssen das Helium per Rover zur Mondzentrale bringen. Den Zug kriegen wir vor der MPT-Abschaltung nicht zum Laufen. Evac 1, komm, hören Sie mich! Verdammt. Worüber lachst du? Zum ersten Mal weiß ich alles. Keine Geheimnisse mehr. Nur ein kleiner Schalter. Sonst brauchte ich nichts weiter. Vergiss ihn. Verschwinden wir von hier. Ich musste wissen, was sie planten. Und jetzt weiß ich es. Nur der Treibstoff. Helium-3. Der Weg hier raus. Wegen dir sitzen wir hier fest. Lass ihn. Er ist es nicht wert. Wir müssen los. Nur ein kleiner Schalter. Der Rest waren sie. Du hast keine Ahnung, worauf du dich eingelassen hast. Hast du aufs Spiel jetzt? ASEL 30, nicht Eindämmungsprotokoll aktivieren. Nein! Okay. Die Einsatztruppe hat keine Zeit mehr und nimmt sich daher die Rover, um zu MacArthur und der Mondzentrale zurückzukehren, bevor Outward starten soll. Es wird klar, dass der Basisbetreiber die Einschienenbahnstation auf der Suche nach Antworten deaktiviert hat, um sie bei Reinhold stranden zu lassen, nachdem der Betreiber festgestellt hatte, dass MacArthur heimlich große Mengen Helium-3 gehandelt hat, um seinen Outward-Exodus mit Energie zu versorgen, befiehlt er der wütende Offizier, seinem ASE zuzuschlagen. Aufgezeichnet am 23. September 2054, 2 Stunden vor dem Blackout. Okay, der... Edgar war also derjenige, der sie aufhalten wollte.
Und die Evakuierungsoffiziere, die wollten hier eigentlich wieder wegkommen. Genau, so rum war es. Ich habe es, glaube ich, wieder ein bisschen verdreht, aber jetzt, ja, jetzt wurde es ja wieder klar. Gut. In Gedenken an Edgar. Genau. So, gibt's hier denn noch irgendwas? Bevor ich in den Rover steige, werde ich mich hier nochmal ganz kurz umschauen. Luftschleuse, nein, wir sind hierher gekommen. Dann, ich mache hier noch kurz den da. Bin mir nicht sicher, ob ich es brauche, wenn ich gleich in den Rover steige, ob ich überhaupt in den Rover steigen kann. Das haben wir uns durchgelesen. Kann ich hier noch irgendwas scannen? Ich versuche mal noch irgendwas zu scannen. Na, also nicht wundern. So, hier gibt es nichts mehr. Okay. Ja, wir gehen mal zu den blinkenden Lichtern, zum Rover. Dann steigen wir gleich mal ein. So, betreten. Gut. Das heißt, was muss ich denn tun? Scheinwerfen. Hä? Ach so. Jetzt werde ich auf die Oberfläche gelassen. Auch schön. So. Auf geht's. Das sind im Prinzip die Käfer, von denen der Edgar gesprochen hat. So, okay, schön. Reinhold Kraterboden, 2059, 5 Jahre nach dem Blackout. Ja, das wissen wir schon. Jetzt muss ich mich mal orientieren. Das heißt, ich muss wieder irgendwelche Antennen ausrichten. Das war doch, ich muss dahin, ne? Hier müsste ich wahrscheinlich rein, erstmal. MPT-Steuerung, genau, das war hier. Hä? Ach, das Ding hat gar keine Energie? Oh, hä? Kann ich hier irgendwie... Hä? Verstehe ich gerade nicht. Hm, komisch. Ich fahre mal nach da drüben, da gibt es auch noch so irgendein Ding. Yippie, so. Also im Krater kann ich gut rumfahren, habe ich schon gemerkt. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen mehr erforschen im Krater. Ich bin ja so einer, der dann immer gern mal rumfährt. Bestimmt lässt mich das Spiel aber wieder nicht, so wie die letzten paar Folgen. So, da komme ich aber rein. So. Gut. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie die Tür aufbekommen. Oder muss ich mit dem ASE hier rumfliegen? Das kann natürlich auch sein. Weil durch die Tür komme ich scheinbar nicht. Das ist kaputt. Da komme ich nicht rein. Ja, toll. So. Lass mal sehen. Kann ich dann mit dem hier rumfliegen? Kann ich da drunter durch? Oh ja, tatsächlich. Ah, hier ist die Steuerung noch aktiv. Das können wir tun. So, wunderbar. Dankeschön. Das war ja nicht so schwer. Von der Story muss ich schon sagen, ist eigentlich schon cool gemacht. Man will ja jetzt unbedingt wissen, wie es hier ausgeht. So, kein Sauerstoff. Ja. So, jetzt das Ding hier wieder ausrichten, ne? So wie die letzten paar Male. Da haben wir ja schon ein bisschen Übung drin. So. Oh, da muss man wieder aufpassen.
Ich weiß halt auch nicht, was das hier sein soll, ob das irgendwelche Fehlfunktionen sind. Oh, muss ich jetzt springen? Oh ja, tatsächlich. Ich glaube, ich muss jetzt drüber springen. Ja, es scheint wohl so. Gut, das hat gut funktioniert. Hier muss ich wahrscheinlich auch wieder drüber springen. Jawohl, das machen wir auch. Zack. Oh, das war knapp. Okay. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt haben wir doch hier schon einen kleinen Überblick über den Krater. Sieht man hier irgendwas? Was? Irgendwas Ungewöhnliches? Nee, das sind irgendwelche Felsbrocken. Das ist okay. Nee, nicht wirklich. Das ist die Reinholdstation. Okay, das Ding hier muss ausgerichtet werden. So, dann gucken wir uns das nochmal an von oben. Sauerstoff hat zum Glück gereicht. So, und jetzt? Achso, gut. Was verbinden? Achso, ich muss wieder drehen, ne? Wo muss ich denn hindrehen? Da unten war das das hier. Außer Reichweite, okay. Da wahrscheinlich schon mal nicht. Da ist auch außer Reichweite. Oh nee, das funktioniert. Moment. Ich muss gerade mal mich umschauen. Gibt's noch mehr? Nee, ich glaube, das war's hier. Kann ich mich hier einmal außen rumdrehen? Ich glaube ja. Ah, da oben. Ich wollte gerade sagen, da oben ist noch so ein Teil, aber da komme ich ja nicht hin. Ich glaube, also hier links im Bild oben. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt von Relevanz ist. Ich versorge mal hier die Station wieder mit Strom, ne? Also hier. Was heißt die Station? Das Ding hier. So, wie war denn das jetzt? F verbinden, ne? Prächtig. Was? Was? Das geht auf Zeit. Warum? Was passiert, wenn ich es nicht schaffe? Will ich es rausfinden? Muss ich es dann nochmal machen? Ah, nee, bitte nicht. Ich beeile mich mal. Ich könnte mir denken, das wird eine knappe Kiste. Ich hätte mich doch jetzt hier so gern noch umgesehen im Krater. Ich glaube, das hätte ich vorher machen sollen. Mist. Hallo? So, jetzt aber. Okay. Okay, ja, ich komme ja schon. Noch 2 Minuten. Was geht ab? Ja, aber... Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich's. Jetzt muss ich aber mal den Turbo einlegen. Es geht nicht anders. Uah, boah. Okay, damit habe ich... Autsch! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, okay. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Hier hoch, ne? Ja, auf geht's. Uiuiuiui. So, jetzt aber. Da durch, hier entlang, da drüber springen. Okay, das war ja... Oh. Doch, das ging ganz gut eigentlich. Oh, ich muss niesen. Oh, Entschuldigung. Ich konnte mich nicht muten. Sorry.
Ja. So, jetzt aber. Das kriegen wir hin. 40 Sekunden. So, ich muss hier irgendwie, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nee, hier nicht. Zur Reinhold-Station. Rechts. Da war doch irgendwas zu machen. Hier drüben muss ich irgendwo hin. Uiuiuiui, das wird eine knappe... das ist ja echt saumäßig knapp. Da darf man ja gar keine Fehler machen. So, jetzt aber. Stark. Errungenschaft freigeschaltet, ein Licht in der Finsternis. Ah, wunderbar. So, Stationsenergie online, lokale Stromquelle erkannt. Ach, das ist doch was. Oh. Oh oh. Oh nein. Okay. Mist. Das war's. Mit dem Rover. Oh, uns ist zum Glück nichts passiert. Das habe ich gar nicht gedacht. Oh, was? Nein! Ich muss wieder irgendwie... Oh, ich muss wieder schnell sein. Oh mein Gott. Zum Glück liegt der Sauerstoff rum. ja, ich glaube, ich muss da hinten in unsere Station. Ja, aber das kriegen wir hin, oder? Das sieht man so aus, als wenn wir das hinbekommen. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Was? Okay. Muss der Container da jetzt runterfallen? So, sehr schön. Gut. Liegt hier noch was rum? Nein. Würde mich interessieren, ob jetzt durch das, dass jetzt dieser MPT-Turm oder was das war, also auf uns gestürzt ist, beziehungsweise umgeknickt ist, wird das Netzwerk überhaupt nochmal irgendwann funktionieren. So, reaktiviere die Einschienenbahnstation, um aus der Basis zu fliehen. Aktiviere die Stromversorgung der Einschienenbahnstation im Kontrollzentrum. Ich glaube... Nee, das haben wir noch nicht gemacht, das müssen wir jetzt tun. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, da hoch. Alles klar. So. Ich glaube, da, also da unten habe ich ja alles durchgeschaut. Da war ja nichts mehr zu finden. Ne? Oh, was haben wir hier? Ach so, Licht. Schön. Dann machen wir mal eine Schienenbahn aktivieren. Ein Funken Hoffnung, 6 Tage nach dem Blackout. Was? Evakuiert? Nein, 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 das kann nicht sein. Die können nicht einfach weg. Ohne sie stirbt die Kolonie. Und die Erde... Wie können die so verdammt egoistisch sein? Was haben die sich gedacht? Wie können sie nur... Warnung. Tombow-Reaktorstörung. Outwar-Protokoll aktiv. Alle Anlagen evakuieren. Ja, ich weiß, dass sie evakuiert haben. Ich weiß! Ich weiß, dass ich allein bin.
Tombow-Reaktorkapazität bei 10%. Er läuft noch? Alex, wir müssen los. Das könnte alles ins Lot bringen. Wir können das in Ordnung bringen. Okay. Der Strecke entlang der Pfeiler folgen. Du schaffst es nach Tombow. Du schaffst es, Sarah. Ich komme, Sarah. Ich finde dich. Bodenkontrolle an Fortuna One. Ich weiß nicht, ob Sie noch da sind. Die Staubstürme wurden noch schlimmer. So wie alles. Die Lösung muss bei Tombow zu finden sein. Ob der Reaktor oder der MPT selbst, weiß ich nicht. Aber wir sind mit unserem Latein am Ende, Rolf. Wir könnten hier gute Neuigkeiten brauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. Ach. Also, wir spielen Rolf. Ja, Warnung, Warnung, was soll ich tun? Halt! Anhalten! Hallo? Anhalten, bitte. Okay. Und bitte fahren Sie fort. Ja. Ach komm, wir spielen also oder wir sind also Rolf. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an klar war. Also mir war es jetzt nicht unbedingt klar. Ich hätte mir es denken können, ja. So, wie komme ich jetzt hier raus? Muss ich da hinten rausspringen irgendwie? Hallo? Hallo? Ich möchte hier bitte raus. Ich finde das nicht... Ich finde das nicht unbedingt sicher hier. Ah, okay. Moment. Gut. Zack. Dankeschön. Auf geht's. Nein, nicht runterfallen. Nein. Hä? Au. Ja gut, so... Es kann ja nicht unbedingt so arg wehgetan haben. Mit der Schwerkraft hier. So, Tombow-Steinbruch. 5 Jahre nach dem Blackout. Okay. So, Datenbank. Was haben wir denn hier? Ein natürliches Gebilde.
Also kein natürliches Gebilde. So, die Brücke, die das Betreten der Tombow-Anlage ermöglicht, liegt in Trümmern. Obwohl keine Anzeichen von Sabotage oder Zerstörung erkennbar sind, weisen die Trümmer ebenso keine Spuren eines natürlichen Unglücks auf. Nur ein schmaler Pfad für den ausgehenden Einschienenbahnverkehr ist noch unversehrt. Sarah hat entweder Tombow vor dem Einsatz der vor dem Einsturz der Brücke erreicht oder einen anderen Weg hineingefunden. Hm, okay. Wir haben doch hier alle... die Johansson-Familie, da fehlt mir noch was. Und eine verschlüsselte Nachricht fehlt mir auch noch. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Was? Signal Alpha, Signal Beta, Korrektur auf halbem Weg. Signalpunkt Gamma, Aktivierung des Kryoschlafs und Ende des Signals. Was haben wir denn hier alles gekriegt? Sarahs Reise, ein Funken Hoffnung. Okay, ah, das haben wir vorhin gesehen, wie wir hier raus sind. Als Sarah merkt, dass die Mondkolonisten unter MacArthurs Führung den MPT und Mond verlassen haben, lässt sie ihrer Wut, Trauer und ihrem Unglauben freien Lauf. Aufgrund ihrer Reise ist sie mit den Kräften nahezu am Ende, schöpft jedoch neue Hoffnung, als sich herausstellt, dass der Reaktor in Tombow noch in Betrieb ist. Trotz MacArthurs Outward-Mission könnte der MPT instand gesetzt und die Erde gerettet werden. Aufgezeichnet am 29. September 2054, 6 Tage nach dem Blackout. So, jetzt habe ich mich hier wieder zu lange aufgehalten mit Lesen und mir geht der Sauerstoff zu Ende. Das habe ich nicht bedacht, weil ich schlau bin. Ja. Ich weiß. Mann. Wegen meiner Neugier beim Lesen. Ist aber auch blöd, dass das Spiel dann nicht pausiert. So, was haben wir denn hier? Nachfüllen. Ach so. Okay, gut. Okay, da habe ich mir umsonst Gedanken gemacht. Wir haben... Was haben wir denn hier oben? Noch Sauerstoff. Okay, hätte ich mir das hier holen können? Ich weiß es nicht. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist so ein Helium-3-Kanister. Alles klar. Kann ich hier hoch? Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? Muss ich das Ding runterschieben? Wahrscheinlich. So. Hallo? Ah, okay. Alles klar. Okay, macht Sinn. Nochmal kurz nachfüllen. Ich weiß nicht, ob ich demnächst in eine Luftschleuse reinkomme. Ich gucke gerade nochmal hier drüben. Da bin ich runtergepurzelt. Gerade eben. Oder? Nee, halt. Ich kann doch hier hoch. Kann ich hier hoch? Nein. Warum liegt dann hier O2? Also Sauerstoff. Wahrscheinlich, um mich zu verwirren. So, okay, dann, ja, ich fülle mal kurz hier nach und dann gehen wir da hoch. So, hier entlang. Hä? Okay. Was ist das hier bitte? Datenbank, Tab. Okay. Abbaumaschine. Als Dr. Rosa Lavert der WSA beitrat, verpflichtete sie sich zu einem einzigen Ziel, die Entwicklung einer nachhaltigen Energiequelle für die Erde. In diesem Sinne stellten die reichlichen Mengen an Helium-3, die aus abgebautem Mondgestein gewonnen wurden, einen hervorragenden Treibstoff dar. Trotzdem würde sie Jahre brauchen, um einen Reaktor zu entwickeln, der Helium-3 effizient verarbeiten würde. Erst dann könnte die entstehende Energie über den MPT übertragen werden. Ich dachte, das haben sie geschafft. So, dann füllen wir nochmal nach. Nein! Mist. Da willst du alles nochmal machen. Ach, shit. Achso, ich muss hier hochspringen. Okay. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr entlang.
So, hier nochmal nachfüllen und dann sprinten wir nochmal. So, okay. Ha, sag mal, das gibt's doch nicht. Ich bin doch gesprintet, sag mal. Nerv. So, nochmal. Jetzt, Achtung. Ab hier fange ich an zu sprinten. So, jetzt. Zack, jetzt aber. Ja, warum nicht gleich so? Also, geht doch. Hier, rüber. Und dann? Ah, da vorne. Okay. Ah, wunderbar. Wir sind hier drüben. Sehr schön. In Ordnung. So. Da sind wir doch schon gleich wieder in der Basis und haben hoffentlich Luft. So. Tombo, endlich sind wir da. Jetzt erfahren wir endlich, was hier passiert ist. Ah, da gibt's... Hä, kann ich da rein? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. So, gibt's denn hier eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen? Hier ist eine Luftschleuse, sehr schön. Dann sind wir endlich hier in Tombow angelangt. Und ich würde aber jetzt mal sagen, wie es hier weitergeht in Tombow, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich mal ciao und ja, auf Wiedersehen.